Erstmal herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin die Edna Nurgözgeç. Ich werde heute zum ersten Mal moderieren. Und wie auch erwähnt, wir haben zu Gast die Youngstars und den Mehrzahl vom Jugendamt und halt unseren Gast, Hauptgast Gabriel. Er ist 17 Jahre alt und spielt beim BVB. Möchtest du dich vorstellen? Ja, klar, gerne. Also wie die nette Frau neben mir schon gesagt hat, ich bin Gabriel Kürümateng, bin 17 Jahre alt, spiele beim BVB in der U17, bin die Nummer 9, bin Stürmer und Rechtsmittelfeldspieler und gehe zurzeit in die Oberstufe auf der Gesamtschule Geschwister Scholl. Wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen? Also wie ist es dazu gekommen, dass du so weit gekommen bist, sage ich jetzt mal nett ausgedrückt? Also ich habe schon früher die großen Stars gesehen, so wie Ronaldinho, Zinedine Zidane und Roberto Carlos unter anderem. Und es war halt faszinierend einfach, wie die Leute Fußball spielen, welche Tricks die machen und wie viel Geld die verdienen auch. Und ja, das ist natürlich auch ein Anreiz dann zu sagen, so pass mal auf, ich will Fußballprofi werden, will meine Familie auch genauso ernähren, wie die es tun und genauso ein Star, wie die werden. Und das war der größte Anreiz für mich dann halt, mit dem Fußball auch mal was zu erreichen. Sind die Fußballspieler, die du gerade aufgezählt hast, auch deine Vorbilder oder hast du andere Vorbilder? Sagen wir mal so, die haben mich in der Kindheit geprägt und zurzeit habe ich andere Stars, die mir so halt so als Vorbild dienen. Zum Beispiel Lionel Messi, den kennt glaube ich jeder, Cristiano Ronaldo und Neymar. Und die alten Stars halt so wie Ronaldinho und so, das sind halt einfach die mich am meisten in der Kindheit geprägt hat, nachdem ich halt so, ja, ich bin halt wegen denen erstmal zum Fußballspielen gekommen. Und nach einer Zeit verändert man sich halt und man lernt neue Fußballspieler kennen und man findet ihn dann in dem Fall dann ein bisschen toller. Aber ich denke schon, dass diese 6 Fußballspieler, die ich gerade genannt habe, schon meine Vorbilder alle zusammen sind. Was heißt es eigentlich, Fußballer zu sein? Musst du auf Sachen verzichten, mit Freunden zum Beispiel oder auf Essen? Irgendwas, wie ist es eigentlich? Ja, das Wichtigste im Fußball ist halt, diszipliniert zu sein, auf Regeln zu achten. Vor allem respektvoll mit den anderen umzugehen, dass man halt jetzt nicht, ich bin ein Typ aus der Nordstadt und das ist halt die Mentalität eines Nordstädter, sage ich mal, dass man halt sehr präsent ist, dass man halt die einfach der Chef sein will, wissen Sie, was ich meine? Und man muss halt lernen, dann mit den anderen klarzukommen, dass man nicht ein Einzelspieler ist, dass man ein Teamplayer sein muss. Und die Ernährung ist auch sehr, sehr wichtig. Also wir von Borussia Dortmund haben Ernährungsplan, einen Ernährungscoach sozusagen, einen Athletikcoach, der halt auf uns achtet und versucht, dass wir optimal zu den Spielen anreisen. Und das sind halt alles Unterpunkte, die dann einen auf das Profileben vorbereiten. Und das Wichtigste für mich ist eigentlich, dass man halt immer Spaß hat, aber natürlich respektvoll mit den anderen umgeht. Und wie ist so dein Ernährungsplan? Auf was musst du verzichten? Oder was solltest du mehr essen? Zum Beispiel Döner, Meckes, Burger King? Ja, ich sag mal so, es fällt einem schon schwer auf Meckes, Burger King, Döner, Kebab und so alles zu verzichten, aber wie gesagt, wenn man Profi werden will, muss man halt alles dafür tun. Aber ich sag mal so, das ist nicht schlimm, wenn man jetzt einmal in 3 Wochen auch mal Döner isst oder zu Burger King fährt, aber man sollte das halt nicht übertreiben, ne, und schon ein bisschen darauf achten. Und wie ist eigentlich so dein Trainingsplan? Also hast du dann zum Beispiel Zeit für deine Freunde oder ist das dann eher so Nebensache und eigentlich besteht dein Leben aus Fußball? Also das ist jetzt ein bisschen krass ausgedrückt, aber ist nicht so gemeint, ne? Ja, ich habe auch noch ein anderes Leben als nur Fußball. Natürlich nimmt der Fußball mir viel Zeit weg. Ich habe montags, Mittwoch, donnerstags, freitags und Samstag Training. Mittwochs meistens sogar morgen. Also auch wenn ich Schule habe, dann fahre ich kurz zum Platz für 2 Stunden und muss dann halt trainieren. Und mein einziger freier Tag, wo ich dann halt mal was mit Freunden machen kann, ist dienstags.
Und ja, dann versuche ich halt schon mit Freundinnen oder, keine Ahnung, Freunden zu treffen. Aber es ist halt nicht so häufig, ne? Und ja, die Menschen, die dann halt mit mir Kontakt haben, müssen das auch noch verstehen. Du hast gesagt, ein Star. Was ist, wenn du dann ein Star bist? Was ist dann? Also was ist dann dein nächstes Lebensziel in dem Sinne? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Nicht nur das Geld ist wichtig im Fußball, sondern auch, dass man... Also ich habe einfach gesehen, wie die Spaß haben. Also wenn man Neymar sieht, wie die Fußball spielen, man sieht einfach, dass der Gegner verarschen will, sozusagen auf gut Deutsch. Und das macht einfach Spaß. Man will einfach das Gleiche können. Und ich denke, wie ich schon gerade gesagt habe, dass man immer Spaß haben muss beim Fußballspielen. Und deswegen gehe ich auch gerne mal, wenn ich samstags kein Training habe, einfach mit Kollegen einfach hinter Halle Nord. Ich glaube, das kennt auch voll fast jeder. Und ja, einfach Fußball spielen, zocken, Spaß haben, das ist auch das Wichtigste. Also nicht nur Geld. Natürlich kann man mit Geld viel erreichen, aber wenn man nicht glücklich ist, macht es auch keinen Spaß irgendwo. Und deswegen, das war auch ein sehr großer Anreiz für mich, halt auch Fußballprofi zu werden, so wie die. Ich habe jetzt, du hast ja gesagt, wenn du Spaß am Fußball hast, was ist, wenn du irgendwann keinen Spaß mehr am Fußball haben solltest? Hast du einen Plan B? Das wäre jetzt mal die eine Frage. Und was mich interessiert, als du entdeckt worden bist, wie hast du dich da gefühlt? Also war das so eine Art Glücksrausch in dem Augenblick und konntest dein Glück einfach nicht glauben? Und letzte Frage, was hat dich am meisten verändert, seitdem du beim BVB bist, sowohl persönlich als auch jetzt spielerisch? Ja, also ich habe für mich schon früh entschieden, dass wenn Fußball keinen Spaß machen mehr sollte, werde ich, glaube ich, damit aufhören. Weil das ist auch wie beim normalen Job. Also wenn man morgens aufsteht und denkt, oh scheiße, ich muss zur Arbeit, das macht keinen Spaß, das bockt einfach nicht so. Und deswegen würde ich eigentlich, glaube ich, dann mit Fußball aufhören. Und mein Plan B wäre dann, deswegen mache ich auch gerade Abitur, dass ich dann Sportsmanagement studiere und da irgendwas in der Richtung trotzdem im Fußball bleiben. Weil Fußball ist mir schon wichtig, aber ich würde dann halt, keine Ahnung, Manager werden oder Berater, irgendwas so in der Richtung, um trotzdem halt weiterhin mit Fußball in Kontakt zu bleiben. Ich wurde mit 6 Jahren gesichtet beim Hallenturnier, Hallenstadtmeisterschaften war das damals noch. Und da waren viele Scouts bei dem Turnier, Bochum, Schalke, Dortmund und noch Essen und so welche Mannschaften. Und ja, nach dem Turnier kam dann halt der Scout von Borussia Dortmund auf meine Mutter zu und hat mit ihr darüber geredet. Sie wollte mir das erstmal nicht sagen, damit ich nicht denke, ich bin jetzt was Besonderes und so. Und ja, als sie mir das dann gesagt hat, natürlich, ich dachte, krass, was habe ich gemacht, damit die mich erstmal so gesichtet haben. Und ich war einfach überaus glücklich so und ja, war schon ein cooles Gefühl so. Ja, als Spieler sowieso, weil man trainierte unter den besten Bedingungen. Und man trainiert mit den besten Spielern sozusagen in ganz Dortmund und auch außerhalb von Dortmund. Und ich habe mich schon weiterentwickelt im Fußball, auf jeden Fall. Aber so als Mensch, so... Ich bin nicht abgehoben, aber... Ja, ich... Keine Ahnung, manche... Ich bin einfach eine Person, ich lache unnormal viel, auch über unnötige Sachen. Er kennt mich und ich lache einfach manchmal, wenn ich da sitze, ist halt, kommt jetzt scheiße rüber, aber ich fange einfach an zu lachen und so. Aber ja, ich bin auf jeden Fall nicht abgehoben, würde ich sagen. Man merkt schon, dass viele Personen dann denken so, oh, der ist ein Star, die haben dann direkt Respekt vor mir oder so. Und als ich auch auf die neue Schule kam, dachten... dass ich voll arrogant bin und so. Aber wenn die mich kennenlernen, merken die, dass ich voll locker drauf bin. Mit mir kann man über alles reden. Und deswegen, ich habe mich eigentlich nicht so... Ich habe schon gute Menschenkenntnisse. Ich merke schon, wenn einer so famegeil ist, sage ich mal. Aber ich merke das direkt, wenn ich mit der Person rede. Entweder ich mag ihn oder ich mag ihn nicht. Aber ich bin auch ehrlich zu dem, dann halte ich mich nicht mehr mit denen auf oder so. Aber ich finde voll viele korrekt. Ich meine, warum? Ja. Wir haben hier noch eine sehr interessante Frage. Und zwar, würdest du für Schalke 04 spielen? Nein, ich bin im Herz Dortmunder und ja, das kommt für mich erstmal nicht in Frage. Erstmal nicht? Auch in Zukunft nicht. Okay. Und wie ist das eigentlich so mit Freunden? Sagt er so, ja, ich bin aber Schalke? Ist das dann irgendwie so
der erste Minuspunkt, den er bei dir kassiert, oder? Ehrlich gesagt nein, weil in der Nationalmannschaft habe ich halt manche Freunde, die bei Schalke spielen. Und ja, wir verstehen uns alle super. Also das ist jetzt nicht so wie bei den Fans, dass man Schalke richtig hasst oder so. Aber ich würde jetzt auch nicht gerne für die spielen. Gibt es bei eurer Mannschaft, also bei BVB, sowas wie ein zweiter Ersatz für dich so? Und dann ist das so zwischen euch so eine Konkurrenz, so wer am besten ist und wer dann in den Spielen spielt? Ja, auf jeden Fall. Wir haben halt viele Spieler, die auch von außerhalb von Dortmund kommen. Also wir haben welche aus Mainz. Ja, und andere Spieler so noch. Ja, Dresden, Münster, wir haben sehr, sehr viele gute Spieler. Und na klar habe ich noch andere Spieler, die auf meiner Position spielen, aber wir sind Freunde. Wir sehen das schon als Konkurrenzkampf, aber wir sind jetzt nicht unfair zueinander. Wir beleidigen uns nicht oder faulen den anderen extra, damit ich halt nächste Woche spiele oder so. Wir sind fair. Wenn ich besser trainiere als er, spiele ich. Wenn er besser trainiert als ich, dann spielt er. Und ja, wir sind alle ganz cool miteinander. Also wir Youngsters, wir waren ja auch schon mal beim Footbonauten und warst du dort auch schon mal? Ja, war schon oft. Meistens auch Mittwochmorgens, halt wenn ich Schule habe, bin ich da drin als Extra-Training sozusagen. Und für alle die, die nicht wüssten, was Footbonaut ist, das ist halt ein ganz großer Raum, wo man, wo es acht Maschinen gibt, oben und unten zwei. Und die Bälle fliegen dann raus und du bekommst die dann halt auf der Brust, auf den Kopf, auf Oberschenkel, Fuß. Kannst du alles selber einstellen. Und du musst dann innerhalb von wenigen Sekunden versuchen, das nächste Tor zu treffen. Und ja, schon ganz schwierig manchmal. Ich wollte dich noch über Verletzungen fragen. Hast du schon welche erlitten? Also jetzt nicht so, dass du einen Ball gegen den Kopf bekommst, sondern ein bisschen stärkere Verletzungen? Oder hast du überhaupt Angst davor, irgendwelche solche zu kriegen, und bist du jetzt vorsichtiger, oder? Ja, ich hatte schon mal eine Verletzung, das war letztes Jahr. Ich hatte einen Innenmeniskusriss, also der wurde zu 80% oder so entfernt. Jetzt habe ich nur noch 20% da drin. Und ja, sicherlich denkt man noch manchmal daran, aber wenn man schon in ein Spiel geht und weiß oder sich denkt, dass man vielleicht sich wieder verletzen könnte, dann hat man schon verloren, dann wird man sich auf jeden Fall verletzen. Und deswegen, ja, wie gesagt, meine Mentalität ist auch ganz anders. Ich bin Nordstädter und ich gehe rein und denke mir, ja, ich gewinne den Ball und nicht der andere. Und deswegen braucht man gar keine Angst zu haben. Wo liegen deine Stärken auf der Position als Mittelstürmer? Bist du so fallschnell wie Aubameyang oder kopfballstark? Bist du Rechts- oder Linksfüßler? Wo sind deine Stärken? Also meine Stärken sind, ich bin schon schnell, bin halt körperlich robust und gewinne viele Zweikämpfe, habe eine gute Technik, habe einen sehr starken Schuss, ne, Mike? Ja, ich bin halt torgefährlich auch. Das ist meine Aufgabe auch als Stürmer sozusagen. Du hast gerade halt auch erwähnt, dass du aus der Nordstadt kommst. Und wir haben jetzt auch eine Frage. Und zwar, du bist ein Junge aus der Dortmund-Nordstadt und spielst für die deutsche Nationalmannschaft. Wie ist das eigentlich so vom Gefühl her? Oder beachtet man dich, also sieht man dich mit einem anderen, mir fehlt das Wort, Auge? Ja, ist erstmal schon was ganz Besonderes. Manchmal denke ich mir auch so, es gibt so viele Menschen in ganz Deutschland, und dass man ausgerechnet diese Möglichkeit bekommt, da mal auch Länderspiele zu machen oder dort mitzutrainieren, ist schon was ganz Großes. Aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob mich Personen mit anderen Augen sehen, nur weil ich beim DFB mal war oder beim BVB spiele. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber es könnte sein, aber ehrlich gesagt ist mir das auch egal, weil ich bin so, wie ich bin. Und ja. Und du hast gerade auch deinen Freund angesprochen. Spielt er mit dir zusammen Fußball oder seid ihr irgendwie nur Freunde? Habt ihr euch da kennengelernt? Wie ist das? Ja, ich glaube, er kann sich selber mal einmal vorstellen. Also ich heiße Michael und ich spiele mit Gabriel zusammen in der Mannschaft. Wir spielen zusammen in der U17 Bundesliga jetzt. Seit insgesamt 6 Jahren spielen wir zusammen. Und wir hatten eben das große Glück, dass ich auch hier in der Nordstadt wohne, und wir kannten uns dadurch auch schon und sind ja auch 6 Jahre lang zusammen immer zum Training gefahren und haben auch sehr viel erlebt in der Zeit. Wie alt du bist? Ich bin 16 Jahre alt.
Ihr spielt ja für Deutschland, kommt aber ursprünglich aus Ghana, glaube ich. Ne? Hattet ihr vorher schon den deutschen Pass oder war es eine bewusste Entscheidung oder war auch die Überlegung, eventuell für Ghana zu spielen? Das wäre eine Frage. Und nochmal eben zu der Ernährung, weil ich mich auch für Ernährung interessiere oder auch beim BVB generell das Thema ist und wir demnächst auch mal dieses Kochbuch, was der BVB rausgegeben hat. Was ist denn genau deine Ernährung? Kannst du mal kurz beschreiben, wie du, also was du Besonderes isst, also zum Frühstück und ist das also genau definiert oder gibt ein anderer dir den Ernährungsplan oder stellst du den denn selber zusammen? Ich habe halt von meinem Athletiktrainer gesagt bekommen, was das Optimalste wäre, wenn ich das essen würde und was halt meine Fähigkeiten nochmal verstärkt, verbessert. Und der sieht dann so aus, dass ich morgens Müsli esse, Vollkornbrötchen oder halt ein Joghurt mit geschnittenen Äpfeln, Bananen, alles Mögliche drin, halt gesund. Und ich muss dann versuchen, halt alle 2 Stunden etwas zu essen. Aber die Hauptmahlzeiten sind halt Frühstück, Mittagessen, Abendessen und dazwischen nennen wir das Snacks. Dann kann man zum Beispiel einen Apfel oder ein Eibrötchen essen oder sowas. Und zum Mittags esse ich dann meistens Nudeln, Reis, Kartoffelpüree und so welche Sachen. Und abends ist dann meistens auch das Gleiche, weil ich gerne 2-mal am Tag heiß esse. Und ich versuche halt viel Getreide, Vollkorn, Gemüse ist auch sehr, sehr wichtig. Äpfel, Bananen, Obst generell ist auch sehr, sehr gut. Und das, daran versuche ich mich halt zu halten. Nee, also am Anfang war das kein Thema für mich, weil ich generell für Deutschland spielen wollte und ich erstmal nur die Anfrage von Deutschland bekommen habe, die Möglichkeit. Und dann im beim Turnier mit der Westfalen-Auswahl waren wir in Namibia und da war halt die ghanaische Nationalmannschaft auch da und die haben mich dann halt angefragt, ob ich dann auch mal für die spielen würde. Ja, und ich finde das schon cool, wenn man für sein zweites Heimatland sozusagen auch mal spielen darf. Aber ehrlich gesagt, wenn die Chance für Deutschland noch besteht zu spielen, dann würde ich erstmal diese Chance wahrnehmen, bevor ich dann halt für das Mutterland meiner Mutter spiele. Also ich wollte jetzt fragen, wer von den BVB-Spielern eigentlich dein Vorbild ist? Reus und Aubameyang, weil einmal finde ich die Art, wie Reus spielt, sehr, sehr cool. Also er spielt sehr, sehr lässig auch und macht halt auch viele Tore. Und Aubameyang ist sehr schnell, hat einen Körper, torgefährlich, was halt auch ein bisschen auf mich zutrifft. Und ja, deswegen sind das beide meine Vorbilder. Also du hast ja gerade erzählt von deinem Trainingsplan und also was du da isst. Und also mir kam da ein bisschen was hoch, weil ich mir so, boah, das würde ich niemals morgens essen. Was mit Cheat Days? Habt ihr sowas gar nicht? Weil ich denke mir so, boah, nee, wenn ich schon in Dortmund wohne, dann gönne ich mir auch Pan-Pizza fett mit Knoblauchsoße. Ne? Ja, ist das so. Also da frage ich mich, also wann hast du das letzte Mal Fastfood gegessen? Das ist jetzt echt, würde ich mal wissen wollen. Von beiden aber auch dann. Also Cheat Days, ich meine, wir sind 17 und ich glaube, keiner erwartet von uns, dass wir jetzt jeden Tag so wie im Profi leben, dass wir immer nur gesund essen. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich vor zwei Tagen war ich bei Burger King hier um die Ecke und habe mir auch mal was gegönnt. Ich meine, ich bin auch 17, ich kann das machen. Und wie sieht's mit dir aus? Also ich denke, wie Gabi schon gesagt hat, dass es auf jeden Fall wichtig ist, sich gut zu ernähren. Aber natürlich auch, wie Gabi schon gesagt hat, ist das nicht, es ist schwierig für uns perfekt zu ernähren, weil überall ist Burger King, überall gibt es hier einen Dönerladen und so weiter. Und natürlich sind wir auch nur Menschen. Und mal esse ich auch mal einen Döner, ist ja auch kein Problem. Darauf kommt es ja nicht an, aber es geht darum, sich eben dauerhaft gut zu ernähren und eben dauerhaft gut zu trainieren und sich weiterzuentwickeln. Gefällt dir denn deine Schule? Also bist du damit zufrieden oder musstest du die nehmen, weil die halt direkt gegenüber ist von dem Gelände halt, wo du trainierst? Ja, mir hat die Schule schon am Anfang gefallen, weil erstmal sind sehr viele von meiner Mannschaft da auf der Schule drauf. Die Lehrer sind auch sehr, sehr nett zu uns. Ab und zu haben wir auch manche Vorteile, weil wir halt bei Borussia Dortmund spielen. Aber sonst ist alles gut. Also ich hatte jetzt keine Probleme mit auf der Schule zu sein. Halt nur am Anfang, wenn man halt keinen Unterricht mit seinen Freunden hat, also mit den Dortmund-Spielern, ist man halt am Anfang schon allein gewesen, aber mittlerweile
kennen mich die Leute, ich kenne die. Die wissen, wie ich drauf bin, wie ich ticke und es geht mittlerweile alles ganz gut. Ist von allein irgendwie geklärt. Du hast Vorteile gesagt. Meinst du damit, dass du dann zum Beispiel früher gehen darfst oder später kommen kannst? Ich darf jetzt nichts Falsches sagen. Ne? Ich sage jetzt mal nein. Wir haben andere Vorteile. Zum Beispiel, dass wenn wir Briefe von der Schule mitbekommen und die Eltern die unterschreiben müssen und wir vergessen an dem vereinbarten Termin diesen Brief abzugeben, haben wir meistens nur einen Tag länger Zeit als die anderen. Das, diese Vorteile meine ich jetzt. Deine Vorteile, dazu will ich leider nichts sagen. Also werden jetzt Spieler noch gesichtet oder wie kriegt man ein Probetraining bei euch? Also jetzt bei der U17. U17-Bereich ist es so, dass sehr wenig Probetrainings gibt, weil wir haben halt viele Scouts, die sichten auf der ganzen Welt. Zum Beispiel, ich glaube, jeder, der sich mit Fußball auskennt, kennt Christian Pulisic, der neulich einen Profivertrag mit 17 Jahren schon erhalten hat und in der U19 spielt. Ich meine, er kommt aus Amerika, ne? Und deswegen, die setzen mittlerweile schon auf Weltspieler, also zum Beispiel manche aus Brasilien, wie Christian Amerika oder Dänemark, Jakob Brunlarsen. Ja, ist schon schwierig geworden, Probetraining zu machen bei uns, aber wenn man das Glück hat, wenn man gesichtet wird bei Eintracht Dortmund, TuS Ewing, Hombruch SV oder so, kommt nicht häufig vor, aber es kann passieren. Gibt es auch irgendwelche Termine, wo man dann zum Probetraining hin kann, so nach dem Motto, ich will gesichtet werden, oder ist das dann einfach so wie bei dir, dass das aus Zufall oder aus Zufallsgründen oder so dann dazu kam? Ja, es gibt Tag der Talente, nennt sich das. Ja, da können halt Spieler, die meinen oder glauben, dass sie das Talent dazu haben, tatsächlich Spieler von Borussia Dortmund zu werden, können sich da halt anmelden in verschiedene Altersgruppen, zum Beispiel von 7 bis 14, von 14 bis 16 oder so. Und ja, du kannst dich dann, wie gesagt, anmelden und dein Glück versuchen. Aber dass jetzt irgendein Trainer auf dich zukommt und sagt, hey, komm mal zum Probetraining, das passiert nur noch selten, wirklich. Also, ich kenne jetzt nicht viele Beispiele. Und ja, bei mir war das auch Zufall, ja. Weil meine Eltern hatten jetzt keinen Kontakt zu Dortmund oder so. Zwar hat mein großer Bruder auch für Borussia Dortmund gespielt, aber ja, wir hatten jetzt nichts wirklich mit denen zu tun. Und ich hatte halt das Glück, dass ich gut Tag erwischt habe dort und eine gute Leistung gebracht habe. Wie ist das eigentlich? Du meintest, dass du jetzt einen Ernährungsplan hast und sie hat auch gerade sich noch dazu geäußert, also die Dame da vorne, dass du dir dann irgendwie eine Pan-Pizza gönnen willst. Und jetzt passiert es mal, dass du schon vor 3 Tagen einen Döner gegessen hast, aber heute wieder Bock hast auf Burger King. Kannst du dann irgendwie mit deinem Trainer so Deals machen, so nach dem Motto, ich mache heute mehr Sport, kann ich mir dann nochmal was gönnen gehen oder so? Ich meine, jeder ist für sich selber verantwortlich. Also das ist deine Sache, was du isst oder mit welchen Sachen du dich vergnügst. Deswegen, also mein Trainer weiß jetzt auch nicht, dass ich vor 2 Tagen bei Burger King war oder so. Man muss ja jetzt auch nicht so wissen, ne? Aber, wie gesagt, du willst Profi werden und der Trainer versucht dir nur zu helfen. Entweder du nimmst die Hilfe an oder du lässt es. Das ist auf jeden Fall deine Sache. Und man muss, wie gesagt, diszipliniert sein und alles dafür geben, dass man Profi werden will. Und da muss man auch, wenn man halt Lust auf Burger King oder halt irgendeinen Fastfood-Laden hat, dass man auch sagt, stopp, nein, ich gehe heute nicht zu Burger King, sondern esse Apfel mehr oder sonst irgendwas. Also man muss schon auf sich selber aufpassen. Ja, hi, mein Name ist Darius. Hi. Erstmal danke, dass du da bist, weil ich finde, du bist echt ein Vorbild. So auch wie du wirkst einfach, ist großartig. Und ich habe ein paar Jahre in der Nordstadt gearbeitet, Jugendtreff, Kinder- und Jugendtreff. Vielleicht haben wir uns mal gesehen irgendwann, keine Ahnung. Ich habe eine Frage und zwar, wenn so ein 12-Jähriger auf dich zukommen würde und der würde dich sehen und der würde vielleicht auch so denken, ey, der lebt seinen Traum, der ist erfolgreich, das machst du ja schon im Ansatz. Was würdest du dem sagen? Was wären so 2, 3 Tipps, die du einem 12-Jährigen sagen würdest, um erfolgreich zu sein, um deinen Traum zu leben? Ich würde ihm sagen, dass der erstens, also wenn er das auch wirklich professionell machen will mit dem Fußball, dann würde ich ihm erstmal sagen, dass er halt immer ständig hart arbeiten muss, mehr als die anderen immer tun muss und wie ich schon gesagt habe, sehr bescheiden, versuchen bescheiden zu wirken, halt nicht, wenn man weiß, dass man sehr, sehr gut ist, sollte man jetzt nicht so wie ein Angeber rüberkommen. Ich meine, man macht sich ja keine Fans, man schadet sich im Grunde genommen nur selber, weil wenn man sich selber so hypt, haben Menschen von dir Ansprüche, die du vielleicht nicht gerecht werden kannst
und dann heißt es ja, er kann doch nichts. Deswegen immer versuchen, bescheiden zu sein, einfach immer Gas zu geben und ja, wie gesagt, Spaß zu haben am Fußball. Dann müsste man es auch eigentlich schaffen, weil ich kenne keinen Spieler, der Profi geworden ist, weil er zu wenig getan hat oder halt einfach keinen Spaß hatte, es einfach nur so aus Lust und Laune so gemacht hat. Deswegen, das sind eigentlich die Punkte, die ich halt einen 12-Jährigen, 11-Jährigen mit auf den Weg geben kann. Ja, eine Frage, die sich da anschließt so ein bisschen. Du hast ja mehrfach schon gesagt, dass es eine Zielstrebigkeit braucht, eine Disziplin braucht, aber eben auch ein Selbstvertrauen. Weil wenn du sagst, ich gehe auf den Platz und sage, ich kriege den Ball, das ist ja ein Selbstvertrauen, was man hat oder dann eben auch haben muss. Wie hast du dir das angeeignet? Sind das deine Gene von deinen Eltern oder ist das wirklich die Prägung in der Nordstadt? Zuallererst sollte man, glaube ich, erstmal klarstellen, dass Selbstvertrauen und eine gewisse Arroganz nicht das Gleiche ist. Denn viele denken, dass wenn man Selbstvertrauen hat, dass man auch gleichzeitig arrogant ist. Aber in meinem Fall denke ich jetzt nicht, dass ich arrogant wirke oder arrogant bin. Deswegen, das ist schon eine Qualität, die man besitzen muss, sozusagen, dass keiner an mir vorbeikommt oder ich jeden Zweikampf gewinne. Klar, man kann nicht jeden Zweikampf gewinnen, aber wenn man allein schon die Einstellung hat, dass man das schaffen will und gewillt ist, es auch zu tun, dann gewinnt man auch die meisten Zweikämpfe. Und ich würde schon sagen, dass diese Mentalität von meinen Eltern und halt aus der Nordstadt kommt, weil ich denke, jeder Ausländer ist so. Man hat einfach schon von klein aus dieses gewisse Selbstvertrauen. Man hat einfach gelernt, so, man sollte sich nichts gefallen lassen. Und man sollte immer dafür kämpfen und versuchen, der Beste zu sein. Das geht nicht immer, aber man kann es versuchen. Und deswegen würde ich sagen schon, dass beide Seiten mich schon geprägt haben und mich zu dem gemacht haben, was ich jetzt heute bin, sozusagen. Also Dede ist ja unser Botschafter und er war ja auch schon öfters bei uns. Und dann wollte ich jetzt auch mal fragen, ob du auch mal Lust hast, zu uns, also zu den Youngsters zu kommen. Wenn ich Zeit habe, im Moment ist das schon schwierig, weil ich, wie gesagt, 5-mal in der Woche Training habe. Dann, wenn ich Dienstag frei habe, habe ich meistens voll viele Hausaufgaben auf, was nicht so schön ist, aber muss man halt durch. Und wenn ich die Zeit finde, klar, ich finde das immer cool mit jüngeren Kindern oder auch mit älteren Kindern zu arbeiten, einfach zu chillen so. Und ja, kann ich gerne machen. Und ich habe noch so eine kleine lustige Geschichte. Als ich im Stadion, als ich 9 Jahre alt war, in der U10 habe ich damals gespielt. Und da kannte ich ja Dede auch schon und er war auch für mich wie ein Star, weil er war Brasilianer, konnte zaubern mit dem Ball wie kein anderer. Und war zudem auch noch sehr, sehr schnell. Und dann hat er mich einfach so an die Hand genommen und dann sind wir durchs Stadion gegangen. Und als ich dann, normalerweise rennen dann die Balljungen zur Eckfahne hin und sprinten und machen ein Wettrennen. Und da hat er mich kurz festgehalten und meinte, ich soll mal herkommen. Ich dachte, er ist jetzt böse auf mich, ich hätte irgendwas falsch gemacht. Dann hat er mich so genommen und mich einfach die ganze Zeit geküsst auf der Wange. Und ja, das war auf jeden Fall schon ein cooles Erlebnis. Da habe ich ihn zum ersten Mal so richtig kennengelernt und gemerkt, dass er auch so ganz locker drauf ist und wie jeder andere Mensch ist. Dass er halt, obwohl er ein richtiger Star war oder immer noch ist, sehr, sehr bodenständig war oder immer noch ist. Ich hatte noch eine Frage an deinen Freund und zwar, du hast ja schon gesagt, dass du einen Plan B hast und jetzt wollten wir dich fragen, ob du auch einen Plan B hast. Ja, also ich habe nicht wirklich einen Plan B. Also ich gehe jetzt auf das Klammers-Gymnasium hier, das kennen die meisten. Und mache mein Abitur und danach muss ich einfach gucken, wie es dann wird. Ob das fußballtechnisch weiter gut läuft oder ob ich dann auch vielleicht eine Ausbildung mache. Also studieren und Fußball spielen ist ja auch eine Möglichkeit, aber das ist auch relativ schwer zu schaffen. Aber alles ist möglich, denke ich. Und ich denke, als Fußballer muss man sich immer Gedanken machen, dass man immer, man braucht eigentlich immer einen Plan B. Weil eine Verletzung und man ist dann direkt draußen aus dem Geschäft. Und aber jetzt wirklich, was ich werden will, falls es nicht klappen könnte oder so weiter, darüber habe ich noch keine Gedanken gemacht. Ich denke, man sollte immer positiv denken und immer hoffen, dass es klappt und immer weiter Gas geben. Hast du schon mal ein Boxerenspiel oder ist schon mal etwas Schlechtes passiert zwischen Spielen? Boxerei nicht, auch wenn ich sehr temperamentvoll bin, aber sagen wir es mal so, es kam fast dazu. Aber ich hatte gute Mannschaftskollegen, die mich davon abgehalten haben.
Weil manchmal, wenn man gefoult wird, bricht eine Welt zusammen, dann ist man direkt wütend und manchmal kann man sich auch nicht wirklich kontrollieren. Aber man hat ja immer Mitspieler, die einem helfen und dann vor sowas schützen sozusagen. Und eine rote Karte hatte ich noch nicht. Ein paar gelbe Karten, aber gelb ist ja nicht schlimm. Man kann ja trotzdem spielen, ne? Was mit deinem Freund? Hattest du schon mal eine Boxerei? Also, eine Boxerei hatte ich noch nicht. Das gehört sich auch nicht als Fußballer. Ich denke, man sollte zwar gewillt sein, immer zu gewinnen, aber es gibt auch Grenzen, die man nicht überschreiten darf. Und aber eine rote Karte habe ich leider schon mal gesehen. Aber es passiert als Torwart, man ist ja der letzte Mann und wenn man dann jemanden foult, dann sieht man meistens die rote Karte. Ja, und deswegen, aber es war auch nicht irgendwie was, das war nicht gewollt oder so. Es passiert einfach mal im Fußball, man knallt doch mal zusammen. Und ja, deswegen kassiert man auch mal rot. Aber extra jemanden schlagen, oder das sagt man nicht. Vor allem auch nicht bei Borussia Dortmund, das gehört sich nicht. Also wenn ihr dann irgendwann mal in die richtige Mannschaft vom BVB, sage ich mal, also in die erste Bundesliga halt aufsteigt und ihr dann halt schon ein Angebot vom anderen Verein kriegen würdet, würdet ihr dann gehen oder würdet ihr dann Borussia Dortmund halt treu bleiben? Das ist eine gute Frage. Ja, ich denke schon, dass ich erstmal Borussia Dortmund treu bleiben würde. Aber man will halt im Leben auch was erreichen und wenn man zum Beispiel als Jungjahrgang oder als sehr junger Spieler bei Borussia Dortmund halt die Chance nicht bekommt, richtig wie Marco Reus jedes Spiel zu spielen, da macht man sich natürlich auch Gedanken. Man versucht dann den bestmöglichen Weg zu finden, wenn es jetzt ein Wechsel ist oder so oder halt man geht in die zweite Mannschaft oder so. Aber also ich denke zurzeit nicht über einen Wechsel nach, wenn du es so wissen willst. Aber wenn ich Profi werden sollte und sehr erfolgreich bin und Angebote von Barcelona oder Real Madrid oder wie sie nicht alle heißen, bekomme, bei Barca will ich mir schon Gedanken machen, bei den anderen nicht. Hast du denn schon mal mit den Profis trainieren dürfen und hast du schon mal ein Gespräch mit Thomas Tuchel gehabt? Das Glück hatte ich leider noch nicht. Ich hatte noch nicht die Möglichkeit, mit den Profis zu trainieren. Klar sieht man die, wie die an einem vorbeigehen, kurz grüßen, mit einem kurz auch mal reden, wenn man die auch persönlich gut kennt. Ja, aber die Möglichkeit habe ich leider noch nicht. Ich werde weiter Gas geben, vielleicht passiert das die nächsten Monate nochmal. Aber ich fühle mich auch mit meiner eigenen Mannschaft wohl und ich kann mich dort auch super weiterentwickeln. Mit Thomas Tuchel kommt man wirklich nicht so gut in Kontakt, weil sehr engagiert mit der ersten Mannschaft ist. Also, die sind immer am Arbeiten. Man merkt auch im Training, dass sie gar nicht möchten, dass die Presse irgendwie dabei ist und so. Und man kommt wirklich nicht gut mit ihm ins Gespräch, aber man sieht ihn, man grüßt ihn vielleicht kurz. Jürgen Klopp war da ganz anders. Also von der Arbeitsweise natürlich nicht. Er war auch sehr, sehr fokussiert. Aber den hat man öfters gesehen oder wenn ich an der Seite stand und Dortmund zum Beispiel ein Tor gemacht hat, ist er zu mir gerannt und hat mich hochgehebt und fast kaputt gedrückt. ja, das war halt Jürgen Klopp, ne? Und Tuchel ist da halt ein bisschen anders. Er freut sich auch, wenn Dortmund ein Tor macht, jubelt auch mit den anderen, aber halt, wir sind jetzt nicht so da rein integriert. So. Also hast du auch von anderen Teams Angebote bekommen und darüber schon intensiv darüber nachgedacht, ob du vielleicht wechseln würdest oder vielleicht auch nicht so? Ja, Angebote habe ich schon bekommen, aber ich meine, ich fühle mich hier wohl. Meine Eltern sind hier, also meine Mutter ist hier, meine Freunde sind hier und bei mir läuft es zurzeit gut und deswegen denke ich jetzt nicht. Das kann ich leider nicht sagen, das darf man leider nie sagen. So. Brennt sich natürlich die Frage auf, hast du schon einen Manager? Und die Zusatzfrage auch noch, du drückst dich schon sehr, sehr gut aus, möchte ich mal sagen, für deine 17 Jahre. Das heißt, du hast irgendwie schon wahrscheinlich so ein Personal Training oder so ein Rhetorikseminar bekommen vom BVB oder wie kommt das? Ja, ich habe einen Manager, wird auch Spielerberater genannt. Der arbeitet bei der Firma T21 Plus, unter anderem Marvin Ducksch, Martin Harnik und noch andere gute Spieler. Ja, ich muss auch ehrlich dazu sagen, beim DFB gibt es manchmal, wenn man auf Lehrgängen oder auf Länderspiel-Lehrgängen ist, hat man Medientraining
Und ja, da wird einem geholfen, wie man am besten reden sollte, dass man zum Beispiel versuchen sollte, möglichst viele Menschen anzuschauen. Und ja, man lernt da auch schon ein bisschen was, was die Presse so angeht, wie man sich verhält. Und man muss auch dazu sagen, dass ich einfach von Natur aus so schon bin. Ich habe kein Problem mit anderen offen drüber zu sprechen oder wie ich mich verhalte. Ich weiß, wie ich bin und versuche das den anderen auch zu vermitteln. Und meistens kommt das gut an, vielleicht auch mal nicht, aber das ist mir dann auch wirklich egal. In welchem Verein hast du eigentlich davor gespielt? Ich habe bei TSC Eintracht Dortmund angefangen zu spielen. Aber das ist auch nicht lange. Ich habe, glaube ich, nun zweieinhalb Jahre in der Mini-Kicker gespielt. Und dann bin ich nach Borussia Dortmund gewechselt. Wann man so rausgeschmissen wird vom BVB, also was macht man falsch, wenn man rausgeschmissen wird? Das ist ganz einfach. Wenn man schlecht ist, fliegt man raus. So wie wenn du hinter Halle Nord da spielen gehst, ist das ja genauso. Also wenn du keine Tore machst, wenn du nicht Gas gibst oder halt auf gut Deutsch gesagt Faxen machst, dann tut mir leid, dann müssen sich die Wege dann trennen. So ist es auch bei Borussia Dortmund. Und es kommen halt viele neue Spieler, die deinen Platz wollen. Und wenn die Trainer sehen, du gibst nicht alles dafür, du gibst nicht 100% oder hast einfach den Willen nicht, jedes Spiel zu gewinnen und ja, immer dein Bestes zu geben, dann reicht es manchmal auch nicht. Es gibt viele Spieler, die viel Talent haben, aber keinen Willen. Und ja, es gibt auch solche Fälle, die dann halt es nicht bei Borussia Dortmund schaffen. Es liegt nicht meistens am Talent, aber auch am Willen, an der Einstellung auch sehr. Kennst du jemanden, dem das eigentlich schon passiert ist? Das möchte ich aus rechtlichen Gründen nicht sagen. Nein, aber ich meine, das ist jetzt nicht so schön, wenn ich jetzt über die Person rede, wenn die jetzt nicht bei mir ist. Und ich weiß ja gar nicht, ob die das gut findet, wenn ich einfach so offen darüber rede. Deswegen würde ich das jetzt nicht beantworten. Also hast du jetzt eigentlich auch Fragen an uns? Also das jetzt. Sind hier alle von dem Projekt Youngstars oder wie ich das verstehen soll? Also das sind einfach, ihr seid alles gemischt sozusagen. Nordstadt. Ach so, aus Bergkam? Ja. Warum? Ich meine, Bergkam, ne? Ist ja schon nicht sehr nah. Also. Ach so, ja. Und wir sind halt im sozialen Bereich sehr engagiert und halt Migrationskinder in der Ansicht, da unterstützen wir etc. Wir haben halt, also zum Beispiel, wir haben Festivals, wir haben letztes Jahr haben wir eine Comedy-Show mit den Künstlern von Rebel Comedy auf die Beine gestellt und Bergkam, weil ganz ehrlich, Bergkam ist nichts im Kaff. Ja. Das ist echt ein Dorf. Ja. Und damit halt da mal auch was für die Jugendlichen dort ist, da machen wir halt ganz viel. Also jetzt, wir haben im August haben wir ein Volleyballturnier, ein Sommerfest, halt zum Abschluss der Sommerferien. Ja. Und nächstes Jahr, da, also das ist noch eine Planung, da werden wir halt versuchen, einen 24-Stunden-Lauf zu starten für Leute, die Krebs haben. Da können halt Leute, die Krebsangehörige verloren haben, dann mitlaufen, weil der Kampf an Krebs halt sehr hart ist. Zum Beispiel mein Onkel hatte Krebs. Von meinem anderen Onkel, die Frau, die hat Brustkrebs. Und das ist, also in dem Bereich arbeiten wir sehr stark. Das finde ich ganz gut. Sehr, sehr gut. Welche Fußballschuhe trägst du eigentlich? Ja, ich trage Adidas. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Ace 16 Plus, diese Schuhe ohne Schnürsenkel. Ja, glaub schon. Ja, die trage ich dann halt. Und in welcher Farbe? Ja, zurzeit grün, eigentlich. Neongrün, oder? Nee, so ein Giftgrün. Ja, die muss ich halt tragen, weil blau bekomme ich nicht, weil das ist halt auch ein Gelb und Schalke blau, das passt nicht so. Und ja. Nee, ich bekomme die gesponsert. Ich habe keinen Vertrag mit Puma, Adidas oder Nike oder so, aber wir kriegen auf jeden Fall auch immer Schuhe von Puma, weil Puma unser Ausrüster ist und wenn wir neue Schuhe brauchen, dann müssen wir einfach nur schreiben und nach ein, zwei Wochen kriegen wir die dann direkt. Kriegt ihr eigentlich nur Trainingsschuhe oder kriegt ihr auch einfach so Freizeitschuhe? Also Trainingsschuhe bekommen wir, aber er bekommt noch mehr. Ja, halt einen anderen Sponsor habe ich als Puma. Ich habe Adidas
Und ja, ich bekomme dann halt von den Fußballschuhen, Klamotten, Lifestyle-Schuhen und so. Und ja, ich habe halt ja, schon also, ganz cool. Kannst du jetzt in Freizeit nicht Nike oder so anziehen? Nein, eigentlich nicht. Ja. Ich habe eine Frage. Am 2. Juni haben wir auch ein Fußballturnier und wir als Altherren-Team machen auch mit. Okay. Eigentlich ganz gut. Verlieren nur 0-4-0-5. Okay. Guck mal, würdest du mitspielen? Wenn ich Zeit habe, gerne. Warum nicht? Fußball ist immer gut. 4-0-5-0. Vor allem bei Altherren. Dann müssen wir auch mal hin und wieder Tore schießen. Ja, wenn ich Zeit habe, schaue ich mal gerne vorbei und versuche ein paar Tore zu schießen. Okay, Gabriel und Mike, war schön, euch beide kennenzulernen. Ihr seid auf jeden Fall tolle Menschen, ihr seid nicht überheblich. Auf jeden Fall, warte, kommt gleich. ich fand das echt super, wie ihr beide mit uns gesprochen habt. Man hat einfach gemerkt, dass ihr nicht solche, wie soll man das jetzt nett ausdrücken? Genau, seid, das sage ich nicht, ist leider... Ist leider. Und auf jeden Fall, ich bedanke mich sehr herzlich bei euch und danke, dass ihr hier wart und ja. Bis bald, hoffentlich. Ich würde noch diese Gelegenheit auch dazu nutzen, mich einmal bei euch zu bedanken. Das hat mir auch sehr Spaß gemacht. Ich mag das generell, wenn Leute Fragen an mich haben, wenn ich denen helfen kann oder so, ein paar Tipps zu geben. Ich mag das generell. Ich finde das eigentlich ganz gut immer. Weil ich bin, ich habe es schon, ja nicht geschafft, aber ich bin schon in einem anderen Kreis, also ich bin schon bei Borussia Dortmund und wenn einer Talent hat und irgendwie findet, dass es irgendwie schwierig ist und ich kann ihm Tipps geben oder so, ich mache das gerne. Und ja, danke nochmal, dass ihr mir die Gelegenheit gegeben habt, zusammen mit Mike. Und ja, wir fanden das auch sehr cool, hat Spaß gemacht. Vielen Dank euch.